Guten Tag, ihr Zuckerbären. Die Rascheltante ist da. Tee, Morty. Hat ja eine vor ein paar Tagen eine Teillieferung gekriegt. Jetzt kam der Rest. Mein Gott, ist bei uns ein Sturm draußen. Ich will schon einen Teig falsch bestellt, weil ich wieder nachts bestellt habe und ich gucken konnte. Ich trage in der Sauna immer so ein, was man so hier vorne zumachen kann. Weil ich dann in die ganze Zeit nackig rumrennen will. Und diesmal habe ich so einen Teil für Kinder bestellt. Aber ich werde das schon los. Ich verschenke das. Ja. In Kindergröße passe ich nur, glaube ich, doch nicht hin. Ja. Ich glaube, das ist gleich mal der Teil. Ich gleich mal oben auf. Das ist, wenn man nicht ordentlich hinkriegt, wa? Muss die Brille aufsetzen. Das sind sie. Das sind die Sachen. Ich glaube, da passe ich dann doch nicht rein. Guck mal. Passt auf. Damit er sieht, was ich meine. So. So, was ist das da? Aber es gibt ja Leute, die kleine Mädels haben. Ja, dafür würde ich jetzt nicht extra zurückschicken. Also von daher, ich kenne immer jemanden, hätte brauchen können. So. So, hier haben wir mal wieder eine kleine Moppelschlolle drin. Ja, ihr wisst ja, ich brauche mal ganz viel. Ist ja geologisch, wahr? Ich meine, es gibt ja viele Frauen ihre Lieblings-BHs, die tragen sowieso nee, 3 Wochen am Stück, ohne zu waschen oder so. Aber wenn ihr mal seht, ich gehe 5 Tage die Woche ins Fitnessstudio und dann gehe ich auch nur laufen dazu, ist mit Reißverschluss vorne. Ja, ist mein Lila. Ja, da musst du halt jeden Tag einen neuen anziehen, wa? So, was haben wir denn hier? Ach, das war das. Oh, das fällt. Nee, das fällt doch nicht klein. Ich wollte gerade sagen, oh, das fällt aber klein aus. Kick mal, das ist so ein Trägertop. Ja, für meine. Ihr wisst schon, kleinen Hufen. Was halt denn hier drin? Ach, das sind hier nochmal so eine kleine Sticker. Und das ist meine neue Handyhülle. Ach da, Gott sei Dank. Geht hier auf. Ja, mein Handy muss ich auch immer neu anziehen. Ist so. Ne? Soll auch zu mir passen. Kiek mal. Niedlich, wa? Ja. Jetzt sieht nach einem Shirt aus. An manche Sachen erinnere ich mich dann doch wieder. Ja. Ein lustiges Shirt. Jetzt bin ich. Ja. Passt, das sehe ich schon. Ach, das war so eine. Das ist so eine ganz süße Körpercreme. Hatte ich schon mal gehabt. Tatsache, hat mir gut gefallen. Und was meine Haut gut verträgt, ich bin ja immer so ein bisschen empfindlich. Riecht so mal, das riecht so ein bisschen wie Kaugummi. Auf. Das ist er. Und hier ist der Spender dazu. Also ihr könntet entweder hier rausnehmen oder ihr könnt euch einen Spender zusammen basteln. Ich wollte gerade dran riechen an der Packung. Ja. Alles wird gut. Alles wird gut. Das ist mein Autoduft-Erfrischer. Eine Kitty. Der Liebste wird da wahnsinnig werden. Ja. Tut mir auch leid. Nee. Mach das nicht. Hätte mal ein Sportshirt. Da ist es. Das ist so ein Rippstoff. Ihr wisst schon. Hier rippt der Stoff. Hier rippt der Stoff. Ich habe da Ziploc-Tüten ein bisschen umfallen. Hat immer ein Kleid bestellt. Bei Kleider gruselt mir so ein bisschen. Das ist es. Hier ist die Schleife dazu. Das ist so für einen besonderen Anlass gedacht. Ja. Ich zeige euch das auch nochmal angezogen. Hm? Ich bin gespannt, ob ich aussehe wie Oma Hildegard. Oder ob es schick aussieht.
Weil es nichts ist, dann geht es mir das. Und mein schönes Sitzkissen. Komm her, du Luda. Ja, ich bin immer so klein in meinem Auto. Und wenn wir auf Kissen setzen. Und dann muss ich auch ein lustiges Kissen sein. Was haben die denn hier gemacht? Ein Ei auf den Kopf? Ja, manchmal. Hä? Komm! Komm! Wisst ihr ja nicht. Kommt man auf so eine Idee? Das um die Kissenschnur zu wickeln. Warum? Zeige ich euch das und puzzle das dann in Ruhe nochmal. Hier. So wunderschön dick gepolstertes, weiche Samtkissen. Warum? Warte mal, ich zieh mal nochmal. Ich will mal gucken, ob ich im Kleid drin komme. Wir sind Kleidchen, guckt mal. Wunderschön, oder? Ich will noch ein Stück weiter zurück hin. Stellt euch einfach einen anderen BH da unter vor. Niedlich, wa? Ich fand es drollig. Passt schon mal. Mal gucken, wie es dann aussieht. Das bin ich. Das ist ein T-Shirt. Passt, wackelt und hat Luft. Sieht gut aus. Und das ist das andere Sportshirt. Mein Bett her, ey. Lieber J. Passt auch. Passt auch. Viele wundern sich ja immer auch, warum ziehst du manchmal etwas weiter und manchmal zum Laufen und Sport halt lieber so etwas engere Sachen an. Und zu Hause zum Rumschlumpern kann auch mal weiter sein. Joch. Gut, ihr Lieben. Ich werde nachher mit euch noch ein paar Haferriegel backen. Zeig euch auch noch. Wenn ihr wollt, könnt ihr euren Farmcode wieder hier unterposten. Kommt da vielleicht ein bisschen schneller voran. Ansonsten, wir sehen uns die Woche noch. Ja. Nein, das ist keine Drohung.